Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Let's Go Evoli. Im letzten Part haben wir den Lavandia-Turm bis zum Ende erklommen, haben Mr. Fuji nach Hause zurückgebracht, haben eine Pokémon-Flöte geholt und jetzt werden wir Relaxo aufwecken. Ich wollte nur nochmal Danny zeigen, wie er als Taubos aussieht, wenn er uns hinterherfliegt. Er kommt aber nicht mit, deswegen muss ich nochmal ganz kurz das Team. Ich wollte nur mal sehen, wie es aussieht. Nico kommt nämlich wieder mit und ich habe Perno dabei und der wird uns jetzt mal eine Weile begleiten. Cool. Route 12. Warte mal. Sieht aus, als würden hier Angler-Typen gleich aufkreuzen. Dann tut's mir leid für Nico, aber dann möchte ich hier eine Toxic wieder mitnehmen. Und den machen wir jetzt mal an erster Stelle. Sorry, Shadow. So. Der erste Stock ist eine Aussichtsplattform. Von dort aus bietet sich ein herrliches Panorama. Kennst du den Opa, der auf Route 12 wohnt? Der hat ein Gedächtnis wie ein Sieb. Mein geliebtes Pokémon ruht jetzt im Pokémon-Turm. Hier, nimm diese TM, ich brauch sie nicht mehr. Ruheort ist eine geile TM. So, weiter geht's. Ich gucke immer nur, ob da versteckte Items lauern. Oh ja, es hat etwas angebissen. Dann wird Toxic es jetzt grillen. Mit einem Elektroschock. Stern, du! Auch schon lange nicht mehr dabei. Super gemacht. Jo, super gemacht, Toxic. Prima. Schwupps, das war wohl ein zu großer Brocken. Lada, ich freue mich auf Relaxo. Immer mit der Ruhe, das Warten ist auch einer der Freuden des Angelns. Anglers, glaube ich. Ich kann... Also Ruhe ist ja in Ordnung. Ruhe und geschillt und oh, und Entspannung, alles super. Aber Warten, ich hasse Warten. Ich bin voll der ungeduldige Mensch und das ist voll ätzend. Und du kannst ja beim Angeln nicht mal Musik hören. Du musst ja die ganze Zeit still sein. Du kannst dich auch nicht unterhalten. Weil das stört ja alles. Oder das macht ja alles auf dich aufmerksam und dann beißen ja die Fische nicht. Und das ist... Du hockst dann einfach neben einem... Ups, hey, warte doch. Du hockst dann einfach die ganzen, was weiß ich, 3 Stunden, bis so ein Fisch anbeißt, neben jemanden und sagst kein Wort. Das ist irgendwie also nichts für mich. Ganz davon abgesehen, dass ich die Fische nicht töten kann. Aber das ist, ja, also ich kann's nicht. Ist nicht meins. Das wird der Kampf des Jahrhunderts, der Angelkönig gegen dein Pokémon-Kind. Kind, ich zeig dir gleich mal, wo der Hammer hängt, Hans. Carpador. Carpador. Toxic hat hier echt gute Karten. Beziehungsweise für ihn ist es hier ein Klacks, aber ich mag so eine Kämpfe, klar, ist auch ein bisschen langweilig, immer nur mit einem Schlag zu gewinnen, aber es ist auch mal entspannend und cool und wenn wir hier so viele Pokémon-Kämpfe haben, wenn ich andauernd mit jedem Einzelnen voll den Masterkampf austragen würde, dann würden wir ja überhaupt nicht vorankommen. Und wir haben erst den 4. Orden und müssen uns ein bisschen ranhalten.
Und auch noch verfehlt. Haha, Loser. Ich habe noch eine andere Attacke, die ich Toxic beibringen könnte. Aber dann müsste ich eine andere wegmachen und ich bin nicht sicher, ob ich Slam wegmachen soll. Da Ruckzuck Hit würde ich gerne behalten. Quapsel. Ante würde hier auch glänzen. Weil Pflanze und Wasser vertragen sich auch nicht so gut, beziehungsweise Ante würde es mögen, aber die Wasser-Pokémon würden ihn nicht mögen. Das war Spitze. Ich will keine Pokebälle, ich möchte wenigstens Superbälle, okay? Also bitte. Sprühdose Schutz brauche ich auch nicht, ich möchte ja die Pokémon fangen. Aber ich hätte gerne mal, ich würde gerne mal ein bisschen mehr Wasser-Pokémon fangen. Also ich bräuchte eine Angel oder sowas, aber es gibt es anscheinend gar nicht in dem Spiel. Eigentlich würde ich ja lieber mehr arbeiten, als hier die ganze Zeit nur zu angeln. Was? Was ist denn mit dem schiefgelaufen? Geht's dir gut? Garados. Okay. Toxic, langsam wird's ja ein bisschen anspruchsvoller. Soll ich dir doch vielleicht eine andere Attacke beibringen? Dann machen wir... Okay, ich habe nichts gesagt. Warum mache ich mir überhaupt Sorgen? Und ein Kap. Warum macht er zuerst Garados und dann Carpador? Warum macht er das nicht andersrum? Warum hat er sein Carpador mit Level 27 noch nicht entwickelt? Was ist mit dem Mann falsch? Okay, sie sollten vielleicht mal den Arzt aufsuchen. Tamira, Level 36. Du bist echt nicht von schlechten Eltern. Okay, weiter geht's. Dein Partner-Pokémon ist aber knuffig. Lass mich gegen es kämpfen. Nein, Toxic ist jetzt dran. Kevin. Außerdem muss Shadow sich ausruhen. Von dem ganze Zeit, wie er auf meinem Kopf sitzt, muss er sich einfach mal ausruhen. Der kann, kann nicht kämpfen. Warte mal, du bist eine Pflanze. Reingelegt. Das ist kein Wasser-Pokémon, das ist eine Pflanzen-Pokémon. Das ist ja gemein. Schlaf, Bruder. Oh nein, Toxic. Naja. Toxic hat's, darf das. Wir wechseln nämlich auf Tamira. Und dann darf Ante den zweiten Gegner kalt machen. Weil ich denke mal, das zweite wird ein Wasser-Pokémon sein. Das ist nämlich immer, der sieht nämlich aus wie ein Wasser-Pokémon. Aber es ist eine Pflanze. Das ist jedes Mal, falle ich drauf rein. Tamira lacht nur über diesen Angriff und würde jetzt den Hintern abfackeln. Oder was auch immer da, deine grünen, blauen Dinger. Okay, super gemacht. Oh, Onyx? Warum? Was so? Mann, hier sind nur Angler. Du hast gefälligst ein Wasser-Pokémon zu haben. Was ist mit dem falsch? Er ist der Typ, der arbeiten will? Und dann der Knabe, der die falschen Pokémon dabei hat. Selbst schuld. Aber Ante hätte ihn auch fertig machen können. Sorry, Ante. Aber dafür haben wir jetzt Level 33 für Shadow. Und Level 30 für Ante. Man darf sich eben nicht von seinem süßen Äußeren täuschen lassen. Ja, Shadow ist knallhart. Drei Hyperbälle. Er macht alle fertig. Da. Das Pokémon schläft tief und fest. Möchtest du auf der Pokéflöte spielen? Nein, ich möchte erst abspeichern, weil wenn irgendwas jetzt schief geht, dann Spiel speichern. So, jetzt möchte ich genau auf der Pokéflöte spielen.
Du spielst auf der Pokeflöte. Hallo, Relaxo. Relaxo schaut dich mit hungrigen Augen an. Oh Gott, Shadow, lauf. Lauf. Aru. Ich hab vergessen, dir etwas zu sagen, als ich dir die Pokeflöte gegeben habe. Oha, sieht so aus, als käme ich genau im richtigen Augenblick. Es geht nämlich um Relaxo. Wenn ein Relaxo aufwacht, hält es das Erste, was es sieht, für Nahrung und stürzt sich darauf. Glaub mir, sowas kann übel enden. Deshalb solltest du versuchen, es so schnell wie möglich zu besänftigen. Ja klar, und Relaxo, der wartet zu lange, bis der Typ da fertig gequakt hat. Und zwar, indem du gegen es kämpfst. Sobald es besiegt hast, beruhigt es sich wieder und lässt sich wie gewohnt fangen. Relaxo ist brummig und greift verschlafen an. Es tut mir leid, Relaxo, aber ich habe dich ganz lieb geweckt. Ich hab keinen Wecker klingeln lassen. Ich hab mit der Flöte hier, ich habe ganz, ganz tolle Musik gespielt. Oh Gott. Oh Gott, Toxic, du schläfst ja noch. Hab ich ganz vergessen. Toxic, bitte wach auf. Bitte wach auf. Was zum Wow, da. Dünner. Ich hab Angst. Da oben steht eine Zeit. Das geht nicht. Das können die nicht machen. Das können die mit mir nicht machen. Ich hasse Zeitkämpfe. Was ist, wenn ich es nicht in 4 Minuten schaffe? Dünner, mach's fertig. Es tut mir leid, Relaxo. Aber die Zeit macht mich total kirre. Das ist eine Chance, das wilde Relaxo zu fangen. Warte, ich gebe dir erstmal was zu essen. Hier. Erstmal was zu essen. Dann möchte ich auf jeden Fall einen Hyperball haben. Und dann gehörst du mir. Ich dachte, ich habe daneben getroffen. Nein, du gehörst mir. Du musst da jetzt reingehen, Relaxo. Relaxo. Das... Nein! Nein, nein, nein! Relaxo hat sich wieder beruhigt, ist gehen und stapft in die Berge zurück. Ach, wie schade. Du wirst immer mal wieder Pokémon wie Relaxo begegnen, die dich unvermittelt angreifen. Stell dich ihnen zum Kampf und besiege sie, erst dann kannst du sie fangen. Verstanden? Erst besiegen, dann fangen. Also dann, ich mache mich wieder auf den Weg. Na also, geht doch. Sinne erreicht Level 38. Und Toxic Level 29. Relaxo verschlingt sogar Nahrung, auf der sich etwas Schimmel gebildet hat. Trotzdem verdirbt es sich nie den Magen. Gute Arbeit, Aru. Das war beeindruckend. Du wirst immer mal wieder Pokémon wie Relaxo begegnen und das habe ich ja schon vorgelesen. Ich habe ein Relaxo und muss speichern. Ich habe ein Relaxo und zuerst ist es abgehauen, das Mistviech. Und muss jetzt erstmal... Ich möchte das sehen. Knuddel-Relaxo. Oh, guck mal, das sitzt. Das ist so süß. Antes, tut mir leid, ganz kurz. Und ich werde Relaxo auch benennen. Und es tut mir leid, viele mögen Relaxo nicht, aber ich finde den total knuffig. Und ich finde, der braucht einen mächtigen Namen.
Und deswegen heißt er jetzt Arkane Macht. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Ich finde den wahnsinnig toll. So. Ja, geil. Ich glaube, das ganze Let's Play, weitere Let's Play, werde ich mit Relaxo laufen müssen. Das tut mir echt leid. Wie geil ist das denn bitte? Guck mal, selbst Shadow sitzt nicht mehr auf meinem Kopf. Selbst der muss sich da fest... Aber das... Wisst ihr, wie schwer das ist, mit den Händen die ganze Zeit sich da festzukrallen? Das muss irgendwann brutal wehtun. Ist das cool. Nein, ich will, dass er mit mir läuft hier. Was soll denn das? Ich gehe nochmal ganz kurz zum Pokémon Center, damit ich die anderen Pokémon schnell heilen kann. Aber vielleicht lasse ich das drin. Das sieht so cool aus. Ich weiß nicht, ob wir schneller sind mit ihm. Keine Ahnung. Bin ich mir nicht sicher. Aber es ist... Oh nein. Oh nein! Ich habe die noch gar nicht alle besiegt hier. Ich bin der Stärkste meiner ganzen Crew. Ich habe die hier noch gar nicht alle besiegt, die Trainer. Valentin. Blackmon, das möchte ich auch noch unbedingt fangen. Das ist auch so eins meiner... Das ist so wie Anton, Relaxo, Blackmon. Das sind so die Pokémon, die nicht so gemocht werden, weil die so einen doofen Gesichtsausdruck haben oder halt so groß, zu dick sind. Aber ich finde die voll geil. Genauso wie Georock finde ich auch super süß. Der Stinner muss jetzt auch bald uns mal wieder begleiten. Weil ich finde es voll geil, dass der sich so rollt. Aber jetzt erstmal. Gehst du weg? Ich will dich nicht fangen. Meint ihr, ich bin schneller mit Relaxo, als wenn ich laufen würde? Ich glaub's fast nicht. Also mit Tamira wäre ich hundertprozentig schneller. Hundertprozentig. Aber guck mal, Relaxo, der macht doch was für seine Fitness hier. Der läuft. Der joggt mit uns. Also, weiß gar nicht, was die Leute immer haben. Der ist total fit, der Junge. Und ich finde es voll süß, dass der da so sitzt. Und es ist das erste Pokémon, was in einem Hyperball ist, ja? Alle anderen sind nur in so einem lummeligen Pokéball. Und zwei sind, glaube ich, im Superball. Aber Relaxo darf im Hyperball hier. Aber den Rückweg nehmen wir jetzt mal Tamira, weil ich glaube, mit ihr sind wir schneller. Aber was bedeutet schneller? Na, geh weg. Aber sowas von bedeutend schneller. Alter Falter. Ja, was mache ich jetzt? Ich möchte Relax im Team behalten. Der ist so knuffig. Aber Wasser und Stinner vertragen sich nicht so. Man weiß nie, was der nächste Fang sein will, wenn man seine Angel nicht ins Wasser wirft. Was mache ich denn jetzt? Fred. Tentacher. Kann ich überhaupt nicht ab. Genauso wie Tentoxa. Weiß nicht, ich finde den... Das ist so wie Zubat. Nur war das halt im Wasser, das Viech, was andauernd gekommen ist. Und das war irgendwie voll nervig. Also finde ich es irgendwie eklig. Das sieht aus wie so ein fliegendes Gehirn mit... Sieht aus wie ein Alien. Keine Ahnung. Ich mag's nicht. Wir müssen auf jeden Fall einmal mit Relaxo kämpfen. Ich weiß nicht, wie... Okay. Also ich
würde ganz kurz mal Arcane Macht kurz im nächsten Kampf hier rauslassen, damit er mal zeigen kann, was er so drauf hat. Und dann Kingla. Ich weiß gar nicht, ab wann sich Perno zu Alpollo entwickelt. Muss ich auch mal nachschauen. Eine Geistattacke, kannst du mal sehen. Alter Falter. Paralysiert. Ich weiß nicht, ob Toxic das schafft, aber ich möchte nicht, dass Arcane Macht hops geht. Mein armer Relaxo. Ja, das schafft er nicht. Super, und jetzt habe ich Ante nicht dabei. Jetzt habe ich nur zwei dabei, die gegen ihn abstinken. Stinner und Tammy. Ja, der Einzige, der uns jetzt retten kann, ist Shadow. Sonst habe ich ein Problem. Perfekt, läuft super. Wir werden draufgehen, wir werden sowas von draufgehen. Shadow. Ich weiß, das ist nicht effektiv, aber das heilt ihn wenigstens. Oh nein! Wer nur dein Auftritt? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was Finsteraura für ein Ding ist. Aber wir müssen jetzt gleich wieder zum Pokémon Center. Ich hab verloren. Und Perno. Krass. Ich muss nicht mehr nachschauen, wann sich ein Nebulak entwickelt. Hallo Alpollo. Eines der coolsten Geister-Pokémon, die es gibt, finde ich jedenfalls. Es sorgt seinen Opfern das Leben aus, indem es sie abschlägt. Man sagt, sie würden daraufhin unentwegt zittern, bis sie schließlich entschlafen. Boah. Quatsch. Der will nur spielen. Wie cool ist das denn bitte? Okay, ich hab mich umentschieden. Ich muss die ganze Zeit mit Alpollo jetzt rumreißen. Cool, ich wusste nicht, dass ein Alpollo... So groß ist doch gar nicht ein Alpollo. Ist aber ein entspanntes Reisen. Da musst du dich wenigstens nicht so ganz doll festklammern wie bei Relaxo. Aber Relaxo sieht immer noch am coolsten aus. Oder am witzigsten. Aber trotzdem ist Tammy immer noch am schnellsten. Aber überleg mal, du läufst so und... jemand kommt da mit einem Alpollo dir entgegen, dann kriegst du ja voll die Herzattacke. Ich weiß nicht, wie lange der Part geht, weil ich den so zusammenschnippeln werde. Vielleicht ist er auch jetzt ziemlich kurz, keine Ahnung. Aber bevor es wieder 5 Stunden geht, mache ich jetzt mal dann ein kürzeres Video. Ich halte jetzt die Pokémon, laufe nochmal zurück und dann ist der Part aber hier beendet. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder.
Es ist ziemlich viel passiert. Wir haben einen Relaxo, wir haben einen Apollo. Wir haben gesehen, wie die Sachen aussehen, wenn wir auf ihnen durch die Gegend springen. Ich gehe jetzt noch durch das... Ich zeige jetzt noch das komische Haus da. Und dann ist aber Schluss. Würde ich sagen, oder? Das Problem ist, ich weiß jetzt, weil ich zwei Aufnahmen gemacht habe. Weil beim ersten Mal Relaxo abgehauen ist, weiß ich nicht, wie lange der Part jetzt geht. Das ist echt blöd. Nee, geht's gut. Einmal hier rein. Ich bin... tja, wer bin ich eigentlich? Verflixt und zugenäht. Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Natürlich, Nanünchen, weißt du etwa, wer ich bin? Der Attackenverlerner, Mr. Zauber, keine Ahnung. Mr. Zauber? Ich denke, das ist der Attackenverlerner. Aber ich möchte jetzt eigentlich keine Attacke verlernen, deswegen sage ich jetzt Mr. Zauber. Was sagst du, Mr. Zauber? Das klingt wie Musik in meinen Ohren. Du hast recht, das muss mein Name sein. Ich bin mir ganz sicher, ich bin Mr. Zauber. Vielen Dank, dass du meinem Gedächtnis auf die Sprünge geholfen hast. Hier, nimm das. Zauberschein. Danke. Ich glaube, am nächsten Tag kann man nochmal den besuchen, weil er dauernd alles vergisst. Und dann kann man sagen, ich bin der Attackenverlerner. Und sagen dir Fangserien etwas? Wenn man mehrere Pokémon derselben Artenfolge fängt, erhöht sich die Chance darauf, einem starken Exemplar zu begegnen. Okay, und ab hier machen wir dann Schluss. Jetzt nochmal über Kommentare und Bewertungen würde ich mich freuen, über Abo natürlich auch und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.